Hi, moin moin und hallo. Heute bin ich in Wetzlar unterwegs, bei der SIX von der Arnim-Kaserne. Und hier gibt es noch ein paar Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg zu besichtigen. Und da will ich euch mal heute mitnehmen. Den ersten haben wir schon hier. Der ist hier hinter mir. Das ist ein Notausstieg von den normalen Stollen, was hier unten drunter sind. Da gehen wir vielleicht zum Schluss dann nochmal hin. Ich fange jetzt erstmal hier oben im Wald an und gucke hier oben, was hier oben zu finden ist. Ja, schauen wir uns den erstmal an. Ist alles inzwischen Fledermausgerecht umgebaut. Da können wir aber ja nochmal gucken, ob das auch gefruchtet hat. Vielleicht, wenn wir reinkommen. Hier gucken wir schon mal rein. Der ist zu. Da hinten geht es dann runter in die Tiefe zu den eigentlichen Stollen. Wie gesagt, das waren die Notausstiege hier oben. So, gehen wir mal nach oben. Überall Zäune. Na, da ist ein Türchen auf. Ja, das ist anscheinend komplett zu. Deckel drauf. Ja, hier ist schon mal kein Reinkommen. Und wir hoffen, dass wir noch irgendwo noch mal einen Weg finden, dass wir da reinkommen. Ja, ich denke, ich mache mich jetzt erstmal wieder runter zu meinem Rucksack. Sattel mir das Ding wieder auf und gehe erstmal hoch in den Wald bis oben aufs Feld. Und überlegt mal da oben was. Und vielleicht erzähle ich euch dann auch noch was dann dazu. Der ist gleich schon hoch am Anfang. Ach, morgen ist es Gott sei Dank noch recht kühl. Das ist noch ein bisschen erträglich. Und vor allem, ich kann ja noch ein bisschen was abschmeißen. Die Natur wacht wieder aus dem Winterschlaf. Das ist ein Blütenmeer, oder? Ja, schön herrlich. Von unten her, von der Westendstraße, das sind also, soweit ich weiß, ja, ist eigentlich so, sind das zwei getrennte Schachtsysteme oder Gangsysteme, wo jedes System zwei Ausgänge hat und so viel wie ich halt jetzt weiß, jeweils einen Notausgang. In der Mitte ist ein Heizkraftwerk, ich weiß nicht, ob man es jetzt momentan sieht. Hier unten geht ein Schornstein hoch in der Mitte. Also davon ist dieses Bunkersystem geteilt. Einmal ist es da drüben eins und das andere ist hier im Wald. Und da vorne auf der Seite, da waren wir jetzt eben gewesen. Das war der Notausstieg, was vermauert gewesen war, wo ich vorhin mal kurz reingefilmt habe. Der andere auf der anderen Seite, da hoffe ich, dass der noch offen ist. Und das war da mal von oben her durch den Notausstieg rein können in das System
Und da möchte ich euch gerne mitnehmen und möchte euch gerne das auch wieder komplett zeigen. Es wird also auch wieder ein längeres Video werden. Für alle, die es interessiert, werdet ihr komplett mit dabei sein. Für alle anderen wird es zu langweilig vermutlich. Könnt ihr abschalten, vorspulen oder sonst wie. Wie gesagt, der Film ist eigentlich für oder zur Dokumentation von diesem Tanksystem. Ich habe im Internet viel dazu gesehen, sind noch ein paar Bilder gepostet worden. Es sind immer noch viele, viele Fragen offen, die Gesprächsrunden waren alle schon aus früheren Jahrgängen, teilweise 2005, 2009, also ist alles schon eine ganze Weile halt her. Und jetzt möchte ich halt mal rein, möchte diesen Film drehen zur Dokumentation und ja, im Fall, dass der auch irgendwann zugemauert wird, habe ich wenigstens noch was, beziehungsweise haben alle noch was davon. Und wir werden uns jetzt mal dorthin begeben. Erst werde ich noch eine kleine Wanderung machen, ein bisschen hier oben raus und werde mich dann von hinten her durch den Wald versuchen ranzukämpfen. Weil von unten weiß ich nicht. Wie gesagt, ich möchte halt nicht immer so viel Aufmerksamkeit erregen. Und von daher machen wir es von der anderen Seite. Alles klar. Bis später. Ciao, ciao. Ja, hier sieht es richtig wüst aus. Jetzt auch einen Haufen Bäume zerlegt. Aber ich glaube, ich hab's gefunden. Da unten ist ein Zaun, wie so eine Absperrung. Oh, das sieht doch danach aus. Suppe. Das sieht so aus wie der Deckel, was bei dem anderen Einstieg schon war. Die ersten Eisentritte runter. So, bis zum ersten Absatz waren es jetzt 4,47 Meter. Das ist so dieser Absatz, was man da sieht. Und dahinter geht es dann gleich noch weiter runter. Tageslicht erstmal. Schaut mal, das ist fluoreszierende Farbe, was hier an den Wänden dran ist. Das ist für den Fall, wenn hier doch mal schnell war, jemand raus musste und zwar keine Beleuchtung vorhanden, dass man dann trotzdem noch den Weg einigermaßen erkennen konnte. Das ist die nächste Etappe unten runter. Messen wir gleich mal aus, wie weit das noch ist. Ja, und jetzt machen wir mal die Kamera aus. Dann schauen wir mal, wie das aussieht mit diesem Leuchtstreifen. Jetzt haben wir Licht aus. Das ist geil.
hier richtig schöne indirekte Beleuchtung. So, die zweite Etappe ist 10,245 Meter. So, weiter geht's. Zweite Etappe. Meter. Thank you.
So, nun sind wir hier unten in der Stolldüftungsschwellenanlage. Die Anlage war, wie gesagt, aus dem Zweiten Weltkrieg noch, ist von der Bundeswehr daher noch weiter genutzt worden, auch als Luftschutzstollen. Und war als Sofort-Luftschutzbunker genutzt. Das heißt, für den Fall eines überfallartigen direkten Einsatz von ABC-Kampfmitteln, noch bevor die Truppe aus der Kaserne rauskam, konnten die hier erstmal reinflüchten und konnten sich hier erstmal dicht machen. Und das System, das war hier so konzipiert, diese beiden Bunkeranlagen, die, wo wir jetzt hier drin stehen und eine nochmal auf der anderen Seite im Berg drin, das war also so konzipiert, dass alle Soldaten aus der Kaserne hier drin Zuflucht finden konnten. In der Zeit, wo die Kaserne auch noch gewesen war, wurde das auch jedes Jahr noch geübt. 1980 ist dann hier die Anlage geschlossen worden, weil die Unterhaltungskosten für die Luftentfeuchtung von den Bunkerröhren viel zu teuer geworden war. Ja, danach hat man dann angefangen, für Naturschutz aus, hier für die Fledermäuse ein bisschen was einzurichten. Wir haben also so große so Hohlblocksteine aufgehangen, wo sich die Fledermäuse ansiedeln sollten. Vorne der Eingang bei dem kleinen Parkplatz, den haben sie zugemauert mit nur so einem kleinen Schlitz, dass die Fledermäuse dann rein können. Aber so wie ich es hier sehe, hat es absolut nicht gefruchtet. Also ich habe hier noch keine einzige Fledermaus drin gefunden. Also ich denke mal, das war wohl eher ein Schuss im Ofen gewesen. Ja, runtergekommen sind wir über den Notausstieg, der oben im Wald rauskommt. Da existiert pro Bunkeranlage doch nur einer. Ich habe mal von irgendjemandem mal gehört, dass angeblich zwei Ausstiege jeweils sind. Aber es sind zwei Ausstiege. Aber für jede Bunkeranlage ist einer im Wald. Der eine, das war der, wo wir am Anfang waren. Das war der, was zugemauert war auch, wo der Deckel oben drauf war. Ja, und der hier, der ist halt offen gewesen und da hat man halt jetzt die Möglichkeit reinzukommen. Ja, das sind über drei Etappen ging es dann hier runter, beziehungsweise oben halt nochmal so eine kleine, es waren also drei Podeste. Ich hatte es ja da mal ausgemessen gehabt von der Länge halt her. Das sind schon einige Meter, was es runtergehen. Ich denke mal 30 oder knapp 40 Meter. Ich kann es ja da, kann ich auch nochmal nachschauen, wie viel es dann ziemlich genau dann waren. Das sind einige Meter halt unter der Erde. Und hier ist jetzt ein langer Gang. Der geht, ich würde mal sagen, fast so an der Bergfront entlang. Und mittendrin ist nochmal ein Abzweig. Das ist dann praktisch wie so ein kleiner Rundkurs. Dann nochmal, das werden wir gleich sehen. Da gehen wir dann auch gleich nochmal entlang. Ja, hier in dem Raum, wo wir jetzt gerade drin stehen, hier ist ja dieser handbetriebene Lüftungsanlage noch. Und ja, die funktioniert auch noch. Ja, schon mal gesehen. Macht aber einen Höllenlärm, den wir jetzt nicht machen. Und hier ist auch noch ein Filtertopf. Der war hier neben drin. Der wurde dann hier bei einer Seite wurde die Luft angesaugt. Und dann hier auch dann zu mit auf angesaugt. Hier ist glaube ich auch noch mal ein Filter drin gewesen. Nur im Ernstfall durch. Rauchfilter ersetzen, nicht bei Übungen. Ja, ist auch noch mal so eine Filterpatrone anscheinend. Und ja, ist auch noch mal zum Zumachen. Und hier ist noch mal eine Rohranlage hier in die Räumlichkeiten rein. Kommen wir auch noch mal verschließen. Wir gehen hier erstmal eine auf. Ja, hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Raum. Noch nur absperren. Das ist irgendein Wassertank, der ist nicht allzu groß, was hier unten liegt. Oder was auch immer das war. Keine Ahnung. Ich lasse jetzt mal meinen Krempel hier hinten liegen.
andere Birne mit. Und dann gehen wir mal durch die Anlage durch. Das war, wo wir runtergekommen waren. Gucken wir mal schnell. Da oben geht's hoch. So, mal ist mal ein 45 Grad winklig, hier unten dann senkrecht. Das war von der Brüstungsanlage anscheinend noch genauso wie da. Ja, mal die Schleuse für den Notausstieg. Und da gehen wir jetzt mal los. Gehen wir mal durch. Das ist dieser Gang, was ich gesagt habe. Der zweigt. Wenn wir hier den Weg weitergehen, zweigt er in der Mitte mal ab und kommt dann hier rum. Da hinten sind auch noch ein paar Räume. Die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Immer wieder Schleusentüren zwischendrin. Das sind die Dinge, was für die Fledermäuse vorgesehen waren. Aber wie gesagt, da ist nichts drin, nirgendwo. Alles leer. Auch an Decken ist nichts zu sehen. Die Kabel, Kupferkabel ist alles rausgerissen worden. Das sind anscheinend auch wieder hier diese ganzen Metalldiebe, was hier unterwegs sind. Ja, noch ein paar Schaltkästen. Fledermäuschen zu Hause. Geht's einmal nach draußen, ein Ausgang von zwei, das heißt Ausgang sind die Eingänge eigentlich. Wir gehen mal vorne hin, sind mal etwas leise, falls vorne Leute sind. Schön dicken Bunkertüren.
ist ja ein Gang, der zieht nachher wieder da hinten hoch und trifft sich vorne wieder, wo ich vorhin gesagt habe. Gehen wir aber nachher hin. Gehen wir erstmal gerade runter und schauen mal, bis vorne, wo die der Fledermaus ein Fluxloch hingebaut haben. Kabel, alle fein säuberlich abgebaut. Die lieben Kupferdiebe. Abfließen kann, überall, beidseits. Was hier dahinter war, sieht irgendwie so alles so anders aus. Abgesetzt, als wenn hier nochmal irgendwie ein Eingang war. Das ist dann hier eventuell auch, oder ich stelle mir so vor, dass hier früher mal dann Bänke drin gewesen waren, wo die dann drin sitzen konnten. In diesen Ecken. Den war auch schon über ängstliche Stimmung. Man denkt, das war dann wirklich ein Ernstfall gewesen. Wenn man dann gar nicht wusste, was draußen los war, mit Zielunfall, Atombombe oder irgendwas, und man sitzt da in diesem Loch drin. Und ja, keine Ahnung. Also ich stelle mir das einfach nur gruselig vor. Wenn man dann hier drin hockt, weiß gar nicht, wie es dann draußen aussieht, beziehungsweise was einem da alles erwartet, wenn man wieder rauskommt, was dann alles passiert. Das ist furchtbar. Mal hoffen, dass sowas nie wieder passiert. Ganz schrecklich. Auch wieder eine Tür. Immer wieder Schleusen dazwischen, was abgetrennt werden konnten, wieder von den anderen Räumlichkeiten. Ein neues Modell und ein altes Modell. Alt und neu. Gerade mal schauen, ob man das auch hier auch noch sieht mit diesem fluoreszierenden, mit dieser fluoreszierenden Farbe. Flüm. Ja, oder? Das ist eigentlich alles hier. Das ist die Wand, die andere Seite. Eigentlich leuchtet, kann hier alles die Lichter ausgehen. Die Türen. Und das wird leuchten. Kristalle. Irgendwelche Ausblühungen.
drehe es mal so. Jo, die nächste Tür geht jetzt nach vorne raus. Da ist ein kleiner Parkplatz. Und an dem Parkplatz sind Glascontainer und so ein Krams. Und da sind Leute. Und von daher, ich bin jetzt mal ein bisschen still. Wir gehen einfach mal da vorne raus, gucken mal kurz und machen uns dann wieder zurück. Ja, ich bin dann erstmal ruhig. Segel von den Kupferdieben. Eine Digitalblume. Alten NH-Sicherungen. Gerade mal einen heißen Gedanken. Jetzt bestimmt lustig gewesen, wenn mir jetzt da vorne, wenn da einer jetzt von draußen reingeguckt hätte. Entschuldigung fürs Blenden. Wenn da jetzt einer von draußen reingeguckt hätte und wir hätten in dem Augenblick von drinnen rausgeguckt. Ich kann mal gewusst, wie er dann geguckt hätte. Kommt bestimmt gut. Auf einmal einer aus dem Dunkelloch anschaut. Der Rost frisst nicht nur an meinem Auto, auch an diesen Türen. So, sind wir wieder auf dem Rückweg. Jetzt werden wir mal den Abzweiger nehmen, der was also seitlich nach links reinging. Ich sag, das war jetzt der äußere Gang, was jetzt vorne, ich denke mal, da direkt hinterm Berg eigentlich entlang läuft.
Der andere, der geht so ein bisschen rein in den Berg. So ein Rundkurs dann halt, was man hier vorne wieder auf diesen Stall dann drauf trifft. Kleckse an den Decken manchmal sehe, da denke ich immer, es wäre eine Fledermaus, aber es ist echt nichts da, gar nichts, keine Einsicht, nicht die Bohne. So, ist der Gang da sogar hergekommen. Juppido. Schaut alles leer, nix, gar nichts. So, das ist praktisch nochmal das hintere Teil. Ich denke mal, die, was dann hier drin gehockt haben, die waren nochmal extra sicher. Und vorne, wie gesagt, die Wand, hier nochmal die Zwischenwand, nochmal Türen, nochmal ein Raum, nochmal mit dicker Tür. Sehen mit dem Türeingang und einmal Lichterhaus Plüm. Das ist ja zu schön irgendwie. Ich Gas geben hier bei dem Ding. Habe ich noch geschwitzt wie ein Pferd. Hier unten ist aber schön ein Pulli an und ist trotzdem recht kalt an den Händen. So ein Raum. 4 Meter. Sind das 4 Meter? Ne, ist länger. Irgendwann schon eine Norm oder sowas. Ne? Zahlen der Zeit mag in allem. Mein alter Heizkörper.
wo wir hergekommen waren. Jetzt wieder der Raum der Lüftung und der Notausstieg. Ja, die beiden Bunkersysteme, ich denke mal, die sind oder werden ziemlich gleich aufgebaut sein. Das ist nur so spiegelverkehrt. Ich denke mal, die werden sich nicht viel geben. Deswegen denke ich mal, lassen wir es gut sein. Den anderen kommen wir eh nicht rein. Packen wir unseren Käse wieder ein und schauen, dass wir wieder nach oben kommen, in die Wärme und raus aus dem kalten Teil. Jetzt wird es nämlich langsam echt ein bisschen frostig. Guti, machen wir uns auf den Rückweg. Aussteigen, fertig mal angucken, dass es keiner sieht und irgendwie auf den Heimweg machen. Das war's. Bunkertours ist beendet. Ja. Jetzt wollen wir erst nochmal runtergehen. Unten nochmal nach den Eingängen schauen. Und dann geht's zurück zum Auto. Und das war's dann für heute. Götti, wir sehen uns gleich wieder. Bye. Ein Erdhummel bei der Wohnungssuche. Alles sucht Wohnung. So. Jetzt geht es hier Gott sei Dank noch leicht hoch. Schlimmste ist eventuell geschafft. Ich gerade hier beim Langwandern. Ich bin gerade von da oben runtergekommen, wollte Richtung Auto laufen. Da habe ich hier diese Betonplatte gesehen in der Wiese. Scheint auch irgendwie ein Bunker zu sein. Ich nehme an, hier ein zugeschütteter Treppenabgang. Und wo die Erde eingebrochen ist. Und was machen wir da jetzt? Da gehen wir mal rein und gucken mal.
Das hört ja niemals nicht auf hier, bei solchen Sachen. Ja, da geht bis hier lang, da fängt das Ding an. Schon die Treppe runter. Ein Loch, was gibt Schöneres? Gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Das ist so eine Planet noch. Da ist anscheinend nur ein Unterstand, da ist der Eingang. Na, ich geh doch mal rein. Legen wir euch hin. Da war die Tür. Was ist das denn für ein Gemache hier? Was könnte das sein? Die Uhr abgefetzt. Fotor lebt noch. Uhr kriegen wir auch noch zusammen. Okay. Das ist mein Löchelchen. Ist dieser Unterstand, was auch immer das mal war. Das ist auch anscheinend bis dahin zugeschüttet, da ist auch eine Kante. Und wie gesagt, dieser Treppenabgang hier neben. Hinten ist der Dünsberg, der hohe Berg da hinten, falls ihn jemand kennt. Und unten ist dieses Heizkraftwerk wieder, da sieht man den Schornstein im Wald. Ja, das war ja alles mal ehemaliges Truppenübungsgelände gewesen. Von der Sixt van Arnhem Kaserne unten. War ja, glaube ich, ein Panzerbataillon, soweit ich mich dran erinnern kann. Was haben wir noch? Oben war noch eine Kaserne, die Spielburg. Die war auch noch in Wetzlar oben. Ja, und hier oben war einiges los. Wie gesagt, da drüben, oben im Wald, da liegen etliche Bunker. Ein paar Stück werden teilweise heute noch genutzt. Von wem ist irgendwie anscheinend noch ein Rätselchen.
schon mal irgendwas gehört, Polizei auch noch irgendwas da oben noch hat in irgendwelchen Bunkern. Also manche sind echt tierisch verrammelt noch, also sind etliche Schlösser auch davor. Eine von denen, was offen ist, hat auch, glaube ich, irgendwo mal einer drauf geschossen. Ich denke mal sogar mit einer Panzerfaust, muss man annehmen. War ja schon mal mit einem Kollegen da oben drin, der hat mir da auch einiges zu erzählt. Einige interessante Sachen. Ja, es sind schon ein paar mysteriöse Dinge, was heute immer noch da oben ablaufen in diesen Bunkern. Was ich auch noch mal, oder im Internet ist auch noch was zu finden, und zwar dass irgendein Fotograf, der hatte, glaube ich, auch noch irgendeinen Bunker angemietet, wo er dann so Fotoshootings anbietet und das ganze Zeug. Also wie gesagt, sind anscheinend die verschiedensten Interessengruppen, was da oben sind, angefangen von, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, zumindest gehört, Polizei oder was auch immer, bis Fotograf, alles ziemlich dabei. Ja, ich packe jetzt mein Krempel wieder zusammen und setze meinen Marsch weiter fort. Unten wieder in die Westendstraße, dass wir uns die Stolleneingänge mal von vorne angucken können. Jodi. So, jetzt stehen wir mal draußen davor. Das war das gute Stück, wo wir vorhin von oben runter sind. Eingang, der ist da oben. Und wo wir rausgeguckt haben. Und der andere Eingang, der mit den Fledermäusen, der ist da vorne, wo die Glascontainer stehen. Und da sind eben gerade eben wieder meine Freunde hingefahren. Die mit diesen orangefarbenen Autos von den Stadtwerken. Da können die schon immer zu viel kriegen, wenn die kurz vor 2 Uhr irgendwo dann einparken und bis um 4 Uhr dann da stehen bleiben, warten und sich die Nüsse schaukeln. Ja, und die sind eben gerade hingefahren und stehen jetzt momentan da direkt vor diesem Tor. Also direkt unmittelbar, bevor ich da vorbeigelatscht bin, kamen die angefahren. Was ein Elend. Ich werde trotzdem mal hingehen. Das ist ein nerviges Gequake überall. Ja, das ist das Portal. Ja, hier geht's auch zu dem Heizkraftwerk, wo ich vorhin war. Ja, das Zäunchen sieht ziemlich dicht aus. Das wäre eine Mausefalle geworden hier. Gut, dass ich nicht runter bin. Da waren wir vorhin da oben.